Mein Name ist Michael Huhn, ich bin Musiklehrer an der Schule Hirtenweg in Hamburg. Hier geht es jetzt um Instrumente aus dem Bereich Kleinpercussion und Eintoninstrumente, die nicht notwendigerweise metrisch genau gespielt werden müssen. Beispielsweise ein Rainmaker. Der Rainmaker hat zu Unrecht einen schlechten Ruf, kann aber zumindest eine ganz klare Strukturierungshilfe sein für Dinge wie Anfang und Ende. Ein ähnliches Instrument ist die Ocean Drum, die auch eine Reihe von Kugeln in einem geschlossenen Trommelkorpus hat und die durch Bewegung hörbar werden. Des Weiteren haben wir hier eine sogenannte Spring Drum, Spring die Feder und Drum, weil das sich hier um ein Trommelfell handelt, in das die Feder in einem nassen Zustand eingespannt wurde und durch das Trocknen unter Spannung geriet. Und indem man dann diese Röhre im Raum bewegt, wird der Ton erzeugt. Dann haben wir Instrumente, die auch mit Spannung, Materialspannung arbeiten, wie hier zum Beispiel die Vibra Slap oder auch Klapperschlange genannt von Schülern. Ein Musikeffektinstrument, ähnlich aus Metall gearbeitet hier, das Flexaton. Hier haben wir eine Trommel aus dem Samba-Bereich, die in der Samba-Musik metrisch und rhythmisch sehr präzise gespielt werden kann, aber nicht unbedingt gespielt werden muss, sondern auch als Klangeffekt eigentlich verwendet werden kann. Hier haben wir ebenfalls einen Holzstab, der in ein ehemals nasses Trommelfell eingenäht ist und durch das Trocknen unter Spannung geraten ist. Und diesen Holzstab kann ich hier mit Hilfe eines angefeuchteten Baumwolltuchs sozusagen in die Hand nehmen und durch Bewegung und hier drücken den Ton verändern. Dann kommen wir zu den Eintoninstrumenten, von denen wir bewährterweise die klingenden Stäbe benutzen, die einfach eine Klangplatte auf einem Resonanzkörper hier haben und mit einem Schlegel angeschlagen werden. Diese Handbells sind sehr beliebt in der amerikanischen Grundschulpädagogik und haben einen Glockenschlegel, der in der Glocke läuft, aber nur in einer Richtung. Ich kann ihn also nur in der Richtung anschlagen und quer nicht. Dazu müsste ich eine zweite Glocke nehmen, die ich dann um 90 Grad versetzt halte. Und dann kann ich mit einer Hand zwei verschiedene Töne in verschiedenen Richtungen spielen. Ich kann natürlich auch noch zwei Glocken in die andere Hand nehmen. Virtuosen machen das mit jeweils vier Glocken und können dann durch Richtungswechsel ganz komplexe Harmonien erzeugen. Handbells. Abschließend geht es um ein bei vielen Schülern sehr beliebtes Instrument, die Cajon. Stellen Sie sich einen Schüler aus der 6. Klasse vor, der im Rollstuhl sitzt und eine Cajon
spielen will, er kann nicht drauf sitzen, weil er vielleicht runterfallen würde. Und auf dem Schoß hätte er ein Instrument mit einer Spielfläche hier oben, dann noch relativ gesehen höher für ihn, und kann das nicht wirklich gut bedienen. Dies ist ein solcher Sportrollstuhl und hier haben wir tatsächlich eine Rollstuhl-Cajon, die extra für diese Situation entwickelt worden ist, von uns designt und gebaut in Kooperation mit einer Schülerfirma in Hamburg. Das ist so konstruiert, dass das Schallloch vorne ist und ein relativ großer Korpus umschlossen ist, höhenverstellbare Beine, damit ich das an die Größe der Person anpassen kann. Und hier oben ist, wie bei jeder anderen Cajon auch, ein sechsfach verleimtes Sperrholz mit Schrauben einigermaßen lose angebracht, um eben diesen typischen Cajon-Sound auch zu produzieren. Und so kann die Person im Rollstuhl bequem von oben anschlagen. Basstöne oder auch Slap oder auch eine Art von Bongo-Ton oder Ähnliches produzieren.